Können Sie den Grünen überhaupt verzeihen? Ich mache keinen Hehl daraus, dass es natürlich eine schwierige Situation ist, vor der wir gestanden sind. Vor der wir auch jetzt stehen. Und dass das Vertrauen natürlich auch in den Koalitionspartner durch diese Vorfälle nachhaltig erschüttert worden ist. Es hat unser ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz aus meiner Sicht das einzig Richtige getan. Und ist zur Seite getreten. Um diese Regierung weiterarbeiten zu lassen, um uns allen eine Chance zu geben. Er hat uns auch gebeten, weiterzumachen, und das hat auch der Bundespräsident gemacht. Und jetzt liegt es an uns, diese Staatsräson auch wahrzunehmen und für dieses Land zu arbeiten. Die Reformen, die wir begonnen haben, weiterzutreiben. Und das ist, glaube ich, das, was sich die Menschen auch erwarten.